Hallo und herzlich willkommen zum Lernvideo Übungsaufgaben zu Vierfeldertafel und Baumdiagramm. Ich möchte mit dir, wie das Video schon sagt, einige Übungsaufgaben durcharbeiten bzw. möchte dir selbst die Möglichkeit geben, dass du deine Übungsaufgaben selbstständig machst und mit mir dann vergleichst. Zum Vorwissen in diesem Video, du solltest bereits über den Aufbau von Vierfeldertafeln Bescheid wissen. Außerdem solltest du dich mit dem Aufbau von Baumdiagrammen beschäftigt haben. Dazu sind einige Videos im Lernzyklus davor bereits enthalten. Zur Wiederholung oder zur Auffrischung kannst du diese auch gerne wieder anschauen. Außerdem sollten wir in Baumdiagramm Wahrscheinlichkeiten berechnen können. Unter der Berechnung von Wahrscheinlichkeiten verstehe ich in diesem Zusammenhang, dass du mit dem Additions- und dem Multiplikationssatz vertraut sein solltest und diesen auch anwenden kannst. Ich habe in diesem Video ein großes Ziel und dieses Ziel möchte ich natürlich mit dir gemeinsam erreichen, nämlich wir sollen Wahrscheinlichkeiten anhand von Baumdiagrammen und Vierfeldertafeln berechnen können. Und diese Parallelität möchte ich mit dir gemeinsam herstellen. Dazu schauen wir uns auch eine Übungsaufgabe an. Ich verwende dazu die Übungsaufgabe von deinem Arbeitsblatt und zwar die Übungsaufgabe von den beiden vorherigen Videos, in denen es darum gegangen ist, einerseits die absoluten Häufigkeiten in einer Vierfeldertafel zu veranschaulichen und andererseits die relativen Häufigkeiten im Baumdiagramm darzustellen. Für dieses Video verwenden wir genau dieses Beispiel und arbeiten dazu einige Aufträge durch. Zur Erinnerung, es ist darum gegangen, also die Kennzeichnung A und B hier bzw. im Baumdiagramm hier zu finden, heißt, dass eine Person Fan von Team A bzw. von Team B ist. Gut, schauen wir uns dazu die Aufgabe A an. Die besagt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig ausgewählte Person ein Fan von Team A und minderjährig ist? Wir sollen zwei Lösungsvarianten angeben, einerseits die Lösung anhand der Vierfeldertafel und andererseits die Lösung anhand des Baumdiagramms. Ich beginne mal mit der Vierfeldertafel. Gesucht ist eine Wahrscheinlichkeit. Wir verwenden jetzt die Berechnung von Laplace, also Wahrscheinlichkeit definiert als günstige durch mögliche salopp, beziehungsweise wir verwenden eigentlich die relative Häufigkeit als Wahrscheinlichkeit. Schauen wir uns dazu das Ganze in der Vierfeldertafel an. Wir brauchen eine Person, die ein Fan von Team A ist und gleichzeitig minderjährig. Somit kommen für uns die 2310 in Frage und wir verwenden die relative Häufigkeit dieser Person als Wahrscheinlichkeitsbegriff. Daher 2310 dividiert durch die Personen insgesamt 21.600. Diesen Bruch können wir natürlich auch kürzen. In gekürzter Form erhalten wir dazu 77.720. Und das können wir mit dem Taschenrechner als Dezimalzahl hinschreiben. Das wäre 0,1069. Natürlich gerundet. Und das entspricht 10,69%. Gut, zur Zusammenfassung nochmals. Ich habe dazu die Anzahl der jeweiligen Personen, für die das zutrifft, also die Fan von Team A sind und minderjährig sind, durch die Gesamtanzahl dividiert. So, schauen wir uns nun die Lösung mittels Baumdiagramm an. Im Baumdiagramm zur Wiederholung soll dieses Zufallsexperiment, dieser Prozess abgebildet werden. Die erste Entscheidung dabei ist, ob jemand Fan von Team A oder von Team B ist. Im nächsten Schritt, also in der zweiten Stufe, wird dann entschieden, ob diese Person volljährig oder minderjährig ist. Anhand der Aufgabenstellung können wir ganz klar unseren Pfad einzeichnen. Wir brauchen eine Person, die Fan von Team A ist. Somit brauchen wir den linken Teil des ersten Schrittes und im nächsten Schritt brauchen wir eine minderjährige Person. Und das ist unser gesuchter Pfad. Zur Berechnung der Wahrscheinlichkeit tatsächlich verwende ich jetzt die erste und die zweite Pfadregel. Zur Erinnerung, erste und zweite Pfadregel, auch Multiplikations- und Additionssatz genannt.
Der Multiplikationssatz besagt, dass die Wahrscheinlichkeiten für einen Pfad, also für einen einzigen Pfad, dadurch berechnet werden, dass entlang dieses Pfades die Wahrscheinlichkeiten multipliziert werden. Das reicht uns aus. Den Additionssatz brauchen wir in diesem Beispiel noch nicht. Solltest du dazu noch Fragen haben, beziehungsweise noch nicht ganz sicher sein, dann kannst du dir die Videos dazu nochmals anschauen. Entlang des Pfades werden die Wahrscheinlichkeiten multipliziert, daher 11 Achtzehntel multipliziert mit 7 Vierzigstel. Und wir können diese Multiplikation durchführen. Das sind 77 720stel und das ist gerundet in eine Dezimalzahl geschrieben 0,1069 und das entspricht 10,69%. Du kannst dieses Ergebnis natürlich mit dem Taschenrechner überprüfen. Wir sehen jetzt schon, beide Lösungsvarianten haben das gleiche Ergebnis geliefert. Okay, das war jetzt einmal ein Beispiel von mir. Jetzt bist natürlich du an der Reihe, nämlich ich möchte von dir die zwei weiteren Übungsaufgaben, beziehungsweise die drei Übungsaufgaben, nämlich Nummer B einerseits mit Vierfeldertafel, andererseits mit Baumdiagramm gelöst und die Nummer C nur mit der Vierfeldertafel. Schauen wir uns dazu genauer an, was gefragt ist. Bei der Aufgabe B ist zu berechnen die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig ausgewählter Fan volljährig ist. Und in der Aufgabe C ist die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, dass eine zufällig ausgewählte volljährige Person ein Fan von Team B ist. Wie du schon dieser Box rechts unten entnehmen kannst, ist die Lösung mittels Baumdiagramm von Aufgabe C noch nicht möglich. Dazu benötigen wir die bedingte Wahrscheinlichkeit. Und was das genau ist, das folgt im nächsten Video. Jetzt allerdings zu diesen Aufgaben, nämlich dein Arbeitsauftrag genauer ausformuliert. Bearbeite die obigen Aufgabenstellungen auf deinem Arbeitsblatt. Schreibe diese Lösungen auf, notiere sie und wenn du fertig bist, kannst du mit dem Video fortsetzen. So, ich hoffe, du bist mit deiner Lösung fertig. Ich habe in der Zwischenzeit die Lösungen auch fertig notiert und möchte sie mit dir gemeinsam noch vergleichen im Schnelldurchlauf. Und zwar für die Aufgabe B, dabei ging es um die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig ausgewählter Fan volljährig ist. Dazu habe ich die Summe aller volljährigen Fans dividiert durch die Anzahl der Personen insgesamt. Also 18.030 dividiert durch 21.600 und das ergibt 83,47%. Im Vergleich dazu im Baumdiagramm habe ich die möglichen Pfade herangezogen und mit Multiplikationssatz und Additionssatz die Wahrscheinlichkeit berechnet. Ich zeichne die möglichen Pfade ein, nämlich einerseits kann die Person ein Fan von Team A sein und volljährig oder Fan von Team B und ebenfalls volljährig. Wir sehen schon die Wahrscheinlichkeiten dazu. 11 Achtzehntel mal 33 Vierzigstel ist der linke Pfad und der rechte günstige Pfad ist die 7 Achtzehntel mal 17 Zwanzigstel. Wir erhalten das gleiche Ergebnis wie bereits zuvor 83,47%. Gut, dann kommen wir zur Aufgabe C. In Aufgabe C ging es darum, die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, dass eine zufällig ausgewählte volljährige Person ein Fan von Team B ist. Hier ist nur die Lösung mittels Vierfeldertafel nötig. Ich habe dazu zuerst einmal die ausgewählten Personen, nämlich die volljährigen Fans von Team B, herangezogen und diese dividiert, Vorsicht, jetzt durch alle volljährigen Fans da. Wir bereits sozusagen etwas wissen über diese Person, nämlich eine zufällig ausgewählte volljährige Person. Also wir suchen nur eine Person unter dem Volljährigen aus. Und deswegen muss ich in der Rechnung dann dies berücksichtigen.
Und das Ganze habe ich dann natürlich mit dem Taschenrechner ausgerechnet und es kommt näherungsweise 39,60% heraus. So, das war's vorerst mit diesem Video. Im nächsten Video werden wir uns mit der bedingten Wahrscheinlichkeit beschäftigen. Dann können wir auch die letzte Übungsaufgabe rechts unten noch lösen. Ich wünsche dir viel Spaß im weiteren Lernzyklus und gutes Gelingen.